Hi, willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Wir sind hier immer noch in der Garm-Einrichtung und irgendwie truffen dran zu verschwinden. Aber wir haben hier noch ein paar Leute, die uns so dran hindern. Aber mein Plan ist jetzt einfach, ich weiß noch, ob man da oben hingehen soll. Ich räume die einfach aus dem Weg. So, und zwar. Bobbe ist so ein Kerl, der guckt ab und zu runter, das ist schlecht. Und dann haben wir noch Enzo Kerl. So, hier sieht man doch was. Was ist das denn, der wo da. Ne, der läuft hier seine Runde. Der Anna. Verstanden. So, dann müssen wir mal gucken, wann der Anna Hoshi möglichst weg ist. Da müsste eigentlich am Maße sicher leihen. Dann können wir nämlich noch in Position negativ. Wow. Wiederhole, wir haben einen Eindringling. Wenn ich mal den A noch schnappe wird. Oh, da hinten ist aber irgendwas, was. Also Kamera. Weiterhin Alarm für alle. Das ist keine Übung. Hab keinen Sichtkontakt. Hey, da geht da hinten an. Das ist seltsam. Was ist denn das da hinten jetzt? Achtung an alle Mitarbeiter. Das ist ein General. Wow. Denn irgendwie drin rufe, das wäre noch am besten. Achtung, wir haben einen unspezifizierten Alarm. Ich wiederhole, wir haben einen Generalalarm. Wow, das war jetzt uncool. So, warte mal. Position negativ. Alarm besteht noch. Wiederhole, wir haben immer noch Generalalarm. Na super, hat er nicht gehört. Doch. Und haben wir doch eine beide. Ne? Ja. Okay. Mal hier wenigstens mal ein bisschen Zeit für entspannt zu gucken. EMP-Pistole. Ah, gerne. Alarm für alle Mitarbeiter. Ja, nimm mal. Okay. Gut, 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 gut. Als nächstes müssen wir mal. Weiterhin Alarm für alle. Das ist keine Übung. Ah, okay, du ist so. Kerl. Dann gehen wir mal. Hier hin.
Interessant. Ah, du hast die Kamera. Interessant. Hängt hier, werden wir nur vor andere Art rankommen. Ach, da oben ist die andere Lugo, wo mal rauskommen wäre. So. Dreht er sich ja manchmal rum. Sonst könnte ich mich da einfach durchschleichen. Eventuell. Na, er guckt da manchmal so ein bisschen. So, wo guckst du jetzt gerade hin? Kamera. Gucken wir mal, was darf er. Immer du bei deinem Rechner, die so vor Fenster stehen, nie sonderlich sicher, ob das geht. Ach, hey. So, sehr schön. Wer hat nämlich jetzt gesehen? Naja, ist nur einer. So, nehmen wir alles. Ja? Hallo? Ach, da hinten ist was. Oh. IDA. Der nice Passwort ist Schinken Chips Donut. Gutes Passwort, muss ich mal merken. Wow, ich glaube, hier soll man hin. Das ist schon mal. Nicht schlecht, würde ich sagen. Oh, sie verlassen eine Sperrzone, das höre ich gerne. Okay, Werkzeugkaste, sonst ist doch scheinbar nichts. Oh, hier ist er schon. Das ist schön. Können wir von hier verschwinden? Ja, bereit. Wow. Ah, sieht schon cool aus.
Was geht hier? Unheimlich, was? Was ist passiert? Wo sind denn alle? Kriegsrecht. Der Aufstand im Golem hat sich auf Prag ausgeweitet. Upsa. Die ganze Stadt ist abgeriegelt. Nur die Staatspolizei darf heute Nacht auf die Straße. Und die haben alle nervöse Abzugsfinger. Ach hey, das ist gar nicht gut. Weiß Miller, dass er mich im Büro treffen soll? Er wartet auf sie. Aber wahrscheinlich werden sie ohnehin erschossen. Holy. Passen Sie auf sich auf, Jensen. Holy cow. Alex, ich bin's. Wir müssen uns treffen. Und wo? Die Straßen sind heute Nacht nicht sicher, Mann. Schaffst du es zur Limb-Klinik, wo wir uns schon mal getroffen haben? Ja, ist nicht weit. Wir treffen uns dort. Gott, jetzt müssen wir durch die ganze Stadt schleichen, oder wie? Oje, oje, oje. Aber das erste Mal, also das ist in Prag. Nee, Quatsch. Prag, da war ich wieder. In der Forschungsstation, das hat eigentlich ganz okay geklappt. Wir sind zwar ein paar Mal draufgegangen, uns das Saudum dran gestellt haben, aber insgesamt war das Verhältnisse vom Schleiche gar nicht schlecht. Okay, aber jetzt sind wir wieder hier in Prag. Wir müssen in die Limb-Klinik. Hey, wo ist denn das nochmal? Das sehe ich jetzt gar nicht. Na, komm schon. Was geht jetzt ab? Ich will jetzt noch nicht anfangen. Ich will ganz gechillt rausgehen. Oh ne, nicht die Dinger. Wow. Warum hat er bloß nicht zugehört? Mal sehen, was wir da haben. Scheiße. Warum ist er dann geflohen? Was ist denn los? Denn die Augmente waren, ey. Und? Wir haben einen Bürger getötet. Die Stadt ist abgeriegelt. Ein guter Bürger respektiert das. In den Schranken. Wow, das sind Zustände. Genau, hab ganz die Zwischensequenz, wo er sich automatisch durchschleicht. Nee, das ist die Limb-Klinik. Wo warst du denn, Mann? Nach der Sache mit Janus und der Bank warst du einfach weg. Ich habe Viktor Matschenko verfolgt. Er war in den Schweizer Alpen zusammen mit den Söldnern aus Dubai. Sie wollten mich hiermit töten. Was ist das? Die Orchidee. Matschenko hat damit Rucker getötet, also sei vorsichtig. Kannst du eine Analyse davon machen? Klar, auf der Mailingliste des Kollektivs stehen auch Wissenschaftler. Gut. Da kommt was Großes auf uns zu, Alex. Der Ark wird ein Terroranschlag angehängt, der noch nicht passiert ist. Noch mehr Opfer? Noch ein Bahnhof? Oh Gott, Adam. Damit löst sich jede Chance in Luft auf, die Angst und den Hass der Menschen zu verringern. Dieses beschissene UN-Gesetz wird verabschiedet und wir kommen alle in Opti-Dreckslöcher wie Utolek. Während Nathaniel Brown sich zurücklehnt und Billionen scheffelt. Brown? Dieser Schlipsträger von der Santo Corporation? Page hat gesagt, Brown gibt die Befehle und in der Schweiz hat Matschenko gesagt, dass Brown Datum und Zeit bestätigt hat. Aber wo? Brown wirbt auf der ganzen Welt für Rabia und seine Safe Harbor-Initiative. Als nächstes ist er in London. Wenn er der Drahtzieher ist, greift er sich doch nicht selbst an. Vielleicht nicht. Matschenko hat noch jemanden erwähnt, der es weiß. Aber vorher muss ich Miller treffen. Bis wann kriege ich die Analyse der Probe? So schnell wie möglich. Sei vorsichtig, wenn du Miller triffst. Du wurdest in Garm erwartet. Für mich steht Miller nach wie vor auf der Liste der Verdächtigen. Wir werden sehen. Wow, okay. Das haben wir jetzt gemacht, das Tor. Jo. Miller in dessen Büro aufsuchen. Ah, da kommen wir nur in den Keller, oder? Ja, da oben war schon mal war, stimmt. Jo, dann führt jetzt kein Weg dran vorbei.
Auto deaktivieren. Ach hey, komplette Sperrzone. Wo müssen wir überhaupt hin? Boah, also prinzipiell ist es hier nicht weit, aber... Ha... Guck mal einer an. Wo? Da könnte ich jetzt das Tesla-Ding holen. Genau, das können wir uns mal noch angucken jetzt. Was wir machen, was ist denn das hier? Nano-Klinge. Nahkampfwaffe. Los, noch hätten natürlich was. Da kann ich das AFA durchzuschleichen. Einfach ein paar Leute ausschalten. Das ist eventuell nicht schlecht. Was hätte man noch zur Auswahl? Peps. Schockwelle. Nee. Nee, das brauchen wir gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Icarus Sprint, nö. Ja, das tut natürlich auch was, aber... Panzerung, okay, gut. Ich meine, ich versuche eh, dass ich so durchkomme. So hätte natürlich auch was. Hoher Energieverbrauch. Ich würde sagen, wir probieren mal einfach was Neues aus und hole das Tesla-Ding. Wir haben da ein paar Aufladungen davor, das ist doch bestimmt cool. So. Schnellfeuersystem. Drücken Sie B. Okay, das ist auch mit dir ums Rad. Tesla. Gut, da kennen wir ein Slot. Moment. Tesla Patrone. Oh, was haben wir dann hier noch? Doppelbogen, okay. Und du, Vierfachbogen. Bogenreichweite. Das müssen wir auf jeden Fall mal testen, weil mir Hanjo hier, glaube ich. Tesla-Patrone, oder? Ja, das sind die Dinger. Haben wir immerhin zwei Stück. Und dass mir nichts ist. Ah, coole Sache, Parker. Moment, B, Augmentierungsrad, Tesla F2, das ist doch schon mal schön, das ist doch gut. Okay, aber ich würde sagen, dass die neue Aufgabe, die wäre mal doch das nächste Mal angehen, würde ich sagen. Mach's doch nochmal kurz die Folge, muss amusen. Bis dahin dann, bye bye.